Sehr geehrte Jury und liebes Publikum, am Anfang meiner Rede möchte ich auf meine Person eingehen. Mein Name ist Hafsa Mohamud und ich bin 13 Jahre alt. Derzeit besuche ich die dritte Schulstufe der Venemes Kawagasse. Zu hören bekommen Sie mich heute in den Sprachen Deutsch und Somalisch und das zum Thema Deine Rechte, meine Rechte, unsere Zukunft. Ich habe mir das Thema ausgewählt, weil ich denke, dass es endlich Zeit ist, für unsere Rechte einzustehen. Damantin wa andin salame. Mega aigu hawe Hafsa Mohamud wa hana chas dihta wa sana. Maanta wa hana chalala hana andi gala hadlu kuligin topik mihim ina laga hadlu, laki an dat badan gahadlen. Jeder redet davon, dass man die Frauenrechte berücksichtigen sollte. Aber wieso tut keiner was dagegen, wenn Frauen gedemütigt werden und ihnen alle Rechte entnommen werden? Wir müssen alle was machen, um solche Dinge aus der Welt zu schaffen, denn als einzige Person können wir nicht viel ausrichten. Adunka qofkasta wax lagu caayo waa la helayaa. Waxaa lagu caayaa jidhkaaga, diintaada, waxaad xiran tahay iyo saad u hadlaysidba. Laakiin haddaad adigu istiraahdid, qofkaas uu kaa fiican yahay, ogow mar kasta qofkaas inuu kaa fiicnaanayo. Laakiin haddaad istiraahdid, qofkaas khalad buu kuu caayayaa, aad ogaatid waxaad tahay, adigu isjeclaatid, kalsoonidaada weynaato, waxbaad ka gaadhisaa diyada. Im Alltag bemerke ich oft, dass meine Rechte und die Rechte anderer Menschen ignoriert und übersehen werden. Die Frage, die sich vielleicht ein oder andere von euch fragen wird, ist, wie kommt man überhaupt in solche Situationen? Oder wie geschehen solche Situationen? Warum geschehen solche Situationen? Ich glaube, dass es daran liegt, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die so egoistisch sind, dass sie nur auf ihre eigenen Probleme achten und nicht darauf achten, was ihre Worte in anderen Menschen auslösen können. Tusalahan, qof dumarayatay. Haddad nin haddaad istiraahdid waxaa ma qabsan kartid ninkaagaa fiican anigu ma maleynayo inuu ninkaa fiican yahay adoo dumar ahay wax baran kartaa shaqaysan kartaa waxaad rabtidna samayn kartaa dad badan ayaa jira iyo waddamo badan oo aaminsan ninka inuu ka fiican yahay dumarka taas anigu ma aaminsani sababtoo tahay aniga nin iyo dumar waa isku ka yimid umana maleynayo inuu qof nin ahi ka fiican yahay Ich bekomme immer zu sehen, dass man über Frauen urteilt. Wie sie sich anzuziehen hat, wie sie sich zu benehmen hat, sogar wie sie zu arbeiten hat. Denn als Frau hast du gut auszusehen, dich nicht aufzulehnen und bedeckt rauszugehen. Als Frau hast du Komplimente von Männern anzunehmen, die sexuell gemeint sind. Aber wenn dir das nicht gefällt, dann solltest du dich schämen. Dann bist du sowieso hässlich gewesen. Als Frau bist du eine Prostituierte, sobald du zu viel Haut zeigst, bist aber auch verklemmt, wenn du dich bedeckst. Als Frau solltest du nicht behaart sein. Bitte keine Haare an deinem Bein, das ist nicht weiblich. Das gehört sich nicht. Sei eine Lady, warum lächelst du nicht? Als Frau solltest du Make-up tragen, das steht dir so gut. Aber nicht zu viel. Willst du so rausgehen? Du siehst aus, als würdest du in den Club gehen. So will dich doch kein Mann. Als Frau hast du zu gefallen, aber nicht zu sehr, weil Mann sich sonst nicht beherrschen kann. Was ist, wenn du als Frau trägst, was dir gefällt, dich nicht rasierst und gegen all diese Normen stellst? Wenn du tust, worauf du Lust hast und nicht darauf hörst, was die Gesellschaft von dir verlangt. Als Frau scheinst du zu dominant, bist zum Alleinsein verdammt, wirkst arrogant, aber wenigstens bist du beim freien Verstand. Das Leben scheint nicht mehr grau und trist und trotz allem bist du nicht weniger Frau. Etwas, was ich persönlich bemerkt habe, ist, wenn eine Frau einen Fehler begeht, wird dieser Fehler so dermaßen dramatisiert und thematisiert. Hauptsache, wenn ein Mann den gleichen Fehler begeht, ist es nur ein Ausrutscher gewesen. Das kann jedem passieren. Darüber braucht man nicht diskutieren. Meine Mutter hat mir immer einen Satz gesagt und dieser Satz lautete, als Mädchen bist du kein Stück schlechter als ein Junge. Diesen Satz habe ich mir immer im Hinterkopf aufbewahrt und ich glaube, das ist der Grund, warum ich so weit gekommen bin. Inta badan anigu waxaan dhihi lahaa dumarka ayaa hoos loo dhiga iyagoo sanada suux soo baranayay shaqaysanayay ayaa adduunka loo adkeynayaa waxaa loo diidaa inay shaqaystaan wadamada badan weliba wadamada afrika iyo aasiyan ku yaala anigu waxaan dhihi lahaa waxaas wax xaq ah maaha maadaama dumarka iyo ninka waa isku mid wadamo ayaa jira aan qof dumara bixi karin hadduu aabaheed walaalkeed ama ninkeeda la soconin ma khasab baan aan lahaado maya aabaheed wuu dhima karaa walaalkeed ma joogi karo keligeed bay guriga ku xiran tahay sida qof guriga lagu xiran tahay Vor kurzer Zeit habe ich über den grausamen Fall von Meredith Kanscher recherchiert. Sie verlor ihr junges Leben mit nur 21 Jahren. Dieses Mädchen flog von Südengland nach Perugia in Italien, um ihr Auslandsjahr dort zu machen. Am 31.10.2007 wurde sie gewaltsam in ihrer eigenen WG ermordet.
während ihre Mitbewohnerinnen den Abend über feiern waren. Die Ermittler fanden an und in ihrem Körper 4 verschiedene männliche DNA. Obwohl man diese Beweise hatte, wurde sie von den Beamten ignoriert und man brauchte 56 Tage lang, um ihren Körper zu untersuchen und herauszufinden, was mit ihr geschehen war. Bis heute, und es sind 15 Jahre vergangen, wurde keiner für den Tod an Meredith Kärntcher verantwortlich gemacht. Wo bleibt die Gerechtigkeit für sie? Was hat sie verbrochen, um ihr junges Leben mit 21 Jahren zu verlieren? Ich will mir nicht vorstellen, was ihre Eltern durchmachen oder durchgemacht haben. Ich will mir nicht vorstellen, wie sich ihre Mutter fühlt, wenn ihre Tochter von einem Tag auf den anderen Tag nicht mehr da ist. Hatukof Weliga Kudoho, Kof Dumarayatai, Wahas Makab Sekertet, Wahas Iskeda, Amawahal Wuchaspo, Ogo, Kof Gafi An Machiro, Ogo, Kalsoni Dada, in Emit Adigu Kaisatai. Haddad Adigu Isko Filnatet, Adu Kof Kalau Tegin, Kof Kala Awim Kadonanin, Adigas Awikara, Anuk Umam Malayanayo. Wehrt euch gegen jede Aussage, die euch als Mädchen oder als Frau schlecht macht. Tretet für eure eigenen Rechte und für die Rechte anderer Mädchen ein, die nicht stark genug sind, um für ihre eigenen Rechte einzustehen. Mädchen sind kein Stück schlechter als Jungen. Frauen sind kein Stück schlechter als Männer. Gestalten wir eine Zukunft, in der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau existiert. Gestalten wir eine Zukunft, in der wir alle gleichberechtigt sind, in der wir alle gleich wert sind, in der wir alle gleich viel können und gleich viel schaffen können, in der wir alle gleich viel erreichen können. Danke für eure Aufmerksamkeit.